Hallo und herzlich willkommen zu einer doch sehr bekannten Schachpartie, gespielt zwischen Anatoli Karpov mit Weiß und Garry Kasparov mit Schwarz, 1993 beim Großmeisterturnier in Linares. Und heute sehen wir die Partie mal aus der Sicht von Kasparov. Besonders eine Stellung gefällt mir doch sehr in dieser Partie, auf die weise ich dann nochmal gesondert hin. Aber bis es soweit ist, schauen wir uns doch erstmal die Öffnung an. D4, Springer F6 und C4, G6. Wir sehen also den Königsinder von Kasparov. Springer C3, Läufer G7, E4, D6 und F3. Karpov entscheidet sich also für die semische Variante. Rochade, Läufer E3, E5 und jetzt folgt Springer GE2 durch den Weißen. Spielbar ist natürlich auch D5. Als Schwarzer könnte man dann später den Springer zum Beispiel nach H5 entwickeln oder nach E8 und dann mit F5 am Königsflügel angreifen. Nur als Idee. Aber das macht Karpov, wie gesagt, nicht. Springer GE2 und auch hier ist möglich dann Springer C6 zu spielen, um dann D5 zu provozieren. Auch das wäre eine Möglichkeit, die Kasparov spielen könnte. Er hat aber zu C6 gegriffen. Das wirkt auf den ersten Blick doch komisch, denn er schwächt die D-Linie ein wenig. Und auch der Bauer auf D6 könnte zur Schwäche neigen. Und genau das möchte Karpov sofort ausnutzen. Dame D2. Zum D1 ist jetzt möglich. Aber auch vielleicht ein Nebengedanke, Läufer H6, um den fernchattierten Läufer auf G7 abzutauschen. Kasparov entwickelt sich ruhig weiter, Springer BD7 und Turm D1. Jetzt kommt A6 und die einzige Intention hinter diesem Zug ist natürlich der schnelle Angriff mit B5 am Damenflügel. Karpov tauscht ab auf E5. Öffnet die D-Linie. Er hat ja alles schon vorbereitet mit Dame und Turm. Der Springer nimmt. Und hier gab es natürlich die Möglichkeit, mit D schlägt E5 zu antworten. Aber nach König F2 zum Beispiel, Dame E7, Dame D6, das ist nur eine Variante. Dame schlägt, Turm E8 und G4 bekommt Weiß doch einen sehr großen Raumvorteil am Königsflügel, gefolgt von zum Beispiel auch H4 und später G5. Und im Endspiel könnte das natürlich einen leichten Vorteil für den Weißen geben. In der Partie, wie gesagt, Springer schlägt E5 und jetzt hängt der Bauer auf D6, aber auch gleichzeitig der Bauer auf C4. Den deckt Karpov erstmal mit B3 und jetzt B5, sofort von Kasparov. Der Bauer auf D6, der ist ihm relativ egal, er möchte sofort auf Angriff gehen und Karpov möchte aber diesen Bauern haben. Deswegen nimmt er hier einmal zwischen und das öffnet natürlich die Linie für den Turm. Der hat noch nicht gezogen, ist trotzdem schon im Spiel und macht ziemlich Druck gegen den Bauern auf A2. So, damit schlägt D6. Und Kasparov tauscht natürlich nicht ab, spielt Springer FD7 und Karpov spielt F4. Ja, dieser Zug könnte natürlich später den Bauern auf E5 vorbereiten. Zunächst schwächt er aber den Bauern auf E4 und natürlich das Feld auf G4. Das später auch ausgenutzt wird. Die Alternativen, die Karpov hier hätte spielen können, wären zum Beispiel H4. Dann wäre es vielleicht weitergegangen mit B4, einem weiteren Vorstoß am Damenflügel. Springer A4 wäre eine Möglichkeit, gefolgt von Springer C4. Jetzt ist die Dame angegriffen und der Läufer. Das heißt, wenn der Weiß hier nimmt, kann der Turm auf A4 nehmen. Aus der Sicht meines Computers ist aber ein anderer Zug noch weitaus interessanter, denn der Springer auf C4, der kann auch warten. Erst einmal Turm schlägt A4, ein Qualitätsopfer, B schlägt A4, Springer C4,
Läufer G5 und Dame A5 und diese Stellung gefällt dem Computer wesentlich besser und diese Stellung ist sehr gut spielbar für den Schwarzen. Gut, gehen wir noch ein bisschen zurück. Springer FD7 wurde ja gerade gespielt, F4 folgt. Eine andere Möglichkeit wäre Springer D4 gewesen und Turm A6. Auch diese Stellung ist gut spielbar für den Schwarzen und auch hier hätte er wenig zu befürchten. Und die letzte Variante wäre A4, gefolgt von B schlägt, Springer schlägt und zum Beispiel Dame A5 oder auch Springer C4 ist auch wieder ein Gedanke, den man hier wirklich mal sich fassen könnte. So, jetzt aber endlich mal zurück zur Partie. Springer FD7, F4 und es folgt B4. Auch hier wieder gab es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte die Dame natürlich auf B4 nehmen. Dann folgt aber C5 und Läufer schlägt C5. Und jetzt kommt doch ein vielleicht überraschender Zug. Springer schlägt C5. Der Springer geht aus der Fessel und Weiß könnte jetzt die Dame schlagen auf D8 mit seinem Turm. Aber Schwarz macht sich dann die ungünstige Stellung zwischen König und Dame zunutze. Wir gucken uns das mal an. Turm schlägt. Springer ED3 Schach. König D2 und Springer schlägt B4. Und Schwarz steht besser, er hat eine ganze Figur mehr. Ein wenig zurück. Und zwar nach C5. Nach Läufer schlägt C5, Springer schlägt C5. Ist natürlich auch möglich, nicht die Dame auf D8 zu nehmen, sondern Dame schlägt C5. Aber auch hier kommt das Schach auf D3. Und auch wieder gibt es die Gabel zwischen König und Dame. Das heißt, der Turm nimmt und die Dame der Schwarzen nimmt. Man sieht, Schwarz verbleibt auch hier mit der Qualität mehr. Auch hier wieder ein Stück zurück. C5. Weiß muss ja nicht auf C5 nehmen. Er kann ja auch zum Beispiel Dame B5 spielen. Aber dann folgt Läufer A6. Die letzte schwarze Leichtfigur entwickelt sich. Und hier kann man doch ganz gut auf Damenjagd gehen. Man sieht, die Dame hat schon ziemlich wenig Felder. Na, genau, das wollte ich haben. Wenn man mal die farbigen Kästchen anschaut, dann sieht doch einiges sehr rot aus oder gelb. Und das einzig grüne Feld ist auf A4. Und jetzt kommt natürlich der Abzug. Läufer schlägt E2. Die Dame hängt wieder. Und die Stellung geht natürlich den Bach runter. Was hier möglich ist für den Schwarzen, ist natürlich noch Turm schlägt D7. Nach Springer schlägt D7 hat die Dame wieder ein paar mehr Felder. Ja, was heißt ein paar mehr Felder? Zum Beispiel kann sie jetzt wenigstens nach C6. Zurück zur Partie. Nach B4 hätte natürlich auch F schlägt E5 kommen können. B schlägt C3 und Dame schlägt C6. Das favorisiert wieder den Schwarzen. In der Partie folgt noch was ganz anderes, was mich zu anfangs besagter Stellung langsam führen lässt, nämlich Springer B1. Der Plan bei Karpov war hier wahrscheinlich, den Springer von C3 nach B1, nach D2 und nach C4 zu überführen. Das war aber in der Praxis ein wenig langsam. So, jetzt folgt Springer G4. Greift den Läufer auf D3 an, der muss ziehen, Läufer D4. Die Läufer tauschen sich ab, die Dame nimmt. Auch hier wäre wahrscheinlich möglich gewesen, Springer schlägt D4, aber Turm E8 macht doch schon Jagd auf den Turm, auf den König, der immer noch im Zentrum steht. Läufer E2 wäre da möglich und Springer E3. Das sieht auch nicht so gesund aus für den weißen
In der Partie folgte Dame schlägt D4, Turm schlägt A2, jetzt hat der Turm gezogen, jetzt hat er auch seinen Bauern gekriegt und dort auf der zweiten Reihe ist er natürlich eine Macht. H3 greift den Springer an, das lässt Kasparov aber erst nochmal liegen und spielt C5, greift die Dame nochmal an, die muss natürlich jetzt ziehen und man sieht, die weiße Dame hat ziemlich wenig gute Aussichten, wo sie hinziehen könnte. Ich mache nochmal mein Spiel mit den farbigen Kästchen. Und ja, es gibt natürlich auch hier wieder verschiedene Möglichkeiten. Gespielt wurde Dame G1, aber auch hier ist möglich, Dame D3 zu spielen. Löffel A6, Dame F3. Springer DE5 und hier kann natürlich der Turm wieder auf D8 nehmen. Gucken wir uns das auch nochmal an. Turm schlägt, Springer schlägt F3 mit Schach. Der Bauer nimmt, der Turm nimmt und der Bauer nimmt den Springer. Und jetzt Turm A1 gewinnt Material für den Schwarzen, der dann infolgedessen wieder mit einer Qualität mehr verbleibt. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, den Springer auf E5 sofort zu nehmen. Der Bauer schlägt den Springer, der Springer schlägt den Bauern, Dame E3 und Springer D3 Schach. Turm schlägt und die Dame schlägt und auch diese Stellung ist besser für den Schwarzen. Gehen wir zurück zur Partie. Nach H3 folgte C5 und Dame G1. Man sieht auch hier, Weiß hat ein Problem mit seinen schwarzen Feldern, denn kaum eins gehört ihm. Diese beiden Bauern decken zuverlässig wichtige Felder für die Springer ab. C3 ist nicht verfügbar, D4 jetzt auch nicht und der Springer deckt auch noch die Felder auf E3 und auf F2. Tja, und außerdem kann man beobachten, dieser Springer auf E2 ist die einzige Figur, die nicht auf der Grundreihe des Weißen steht. Also, was folgt natürlich in dieser Partie nach Dame G1, Springer GF6, E5 und Springer E4 und H4. So, ein Angriff nach H5 ist natürlich kaum denkbar an dieser Stellung, aber vielleicht hatte Karpov Turm H3 im Kopf, um diesen Turm dann über dieses Feld in die Partie zu bringen. Jetzt folgt ein sehr starker Zug wieder von Kasparov, C4. Und jetzt kommen wir zur Stellung, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, die ich doch sehr, sehr gerne sehe, denn Springer C1. Und hier hat Kasparov geschafft, dass Karpov all seine Figuren auf der Grundreihe hat. Und Karpov war ja auch Weltmeister. Das muss man erstmal schaffen, Anatoli Karpov so zu positionieren, dass all seine Figuren auf der Grundreihe stehen. So, gab natürlich wieder ein paar Alternativen. B schlägt C4, Dame A5, die Dame kommt zurück nach E3 und Springer DC5. Diese Stellung, das sieht schon sehr, sehr gut aus für den Schwarzen, könnte natürlich auch weitergehen. Ich mache jetzt mal hypothetisch nur einen Zug, irgendein G3, dann folgt Läufer G4 und man sieht, alle Figuren des Schwarzen sind aktiv. E6 und auch hier kommt der Computer ins Schwimmen, denn der findet keine Alternative mehr. E6, das hat er mir hier schon vorgeschlagen als Zug. Oder Turm G1. Turm G1 ist auch eine Möglichkeit. Neue Variante. Dann B3 Schach. Springer EC3. Um das mal nachzuvollziehen. Turm C2. Und ja, langsam geht Weiß die Puste aus. Und der Computer bewertet diese Stellung auch schon mit minus 7. Also für den Schwarzen. Eine andere Möglichkeit nach Springer E4
H4, C4 wäre Dame E3 gewesen. Dann folgt C3. Der Springer wird hängen gelassen. Nach Dame schlägt E4, C2 und ja, was soll der Weiße tun? Turm C1 ist vielleicht eine Möglichkeit und Springer C5 wird dem Weißen in das Genick brechen, denn es droht wieder die Gabel auf D3. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich hier, wenn man ein bisschen zurückgeht, Turm D2 gewesen. Aber auch hier folgt C5. Und wenn der Turm jetzt nimmt auf D8, dann schlägt der Springer und die Umwandlung sollte doch sehr schwer zu verhindern sein. Und außerdem hängt der Turm auf D8. Könnte hier einen Zwischenschach geben, König F8 und jetzt wird mir schon Matt in 8 Zügen angezeigt. So, Springer BC3, Turm A1, Springer C1, der Turm nimmt und man sieht, jetzt geht's wirklich, wirklich bergab. Turm E1, ein Zwischenschach, damit sich Schwarz die Dame holen kann. C1 Dame, König E2, Dame schlägt C3. Und jetzt gehen dem Schwarzen noch die Alternativen aus. Es wird vorgeschlagen F5. Gucken wir uns doch mal Turm H3 an. Das greift wenigstens die Dame nochmal an. Läufer G4 Schach. Ja, nebenbei hing der Turm auch. Dann folgen wir vielleicht mal dem Rat des Computers. F5. Und auf der anderen Seite kommt der Schach des Läufers. H6. König D1. Und hier ist das Matt. Also Turm D2 ist auch nicht das Beste. In der Partie, wie gesagt, Springer C1. So, und jetzt ein weiterer sehr interessanter Zug, nämlich C3. Kasparov lässt den Turm auf A2 einfach hängen und den Karpov sich natürlich erstmal und C2. Da ist der Bauer schon auf der vorletzten Reihe. Hier gehen dem Weißen jetzt auch langsam die Alternativen aus. Turm C1 ist natürlich wieder spielbar. Dann folgt Springer schlägt E5. Schwarz hat natürlich noch nicht genug geopfert, aber was soll's. Turm schlägt. Läufer G4. Läufer E2. Springer D3 Schach. Läufer nimmt, Springer nimmt. Dame nimmt, pardon. Und hier ist die Stellung mit minus 20 für den Schwarzen zu bewerten. Hier wird Karpov Material verlieren, komme was will und wahrscheinlich auch die Partie. Was wollte ich mir noch angucken? Genau, F schlägt E5 und hier folgt C schlägt B1 Dame und wenn der Turm nimmt, ist natürlich Matt auf D2. Das heißt Dame F2 und auch diese Stellung mit zwei Damen ist natürlich sowas von gewonnen für den Schwarzen. In der Partie also C3, Springer schlägt C2 und Dame D4. C schlägt D1, Dame folgte. König schlägt D1. Wenn die Dame nimmt, folgt Springer G3, Turm H3, Springer nimmt, König, Springer C5. Und auch diese Stellung ist sehr gut für den Schwarzen und auch sehr gut gewonnen. Wenn die Dame nimmt, nimmt der Turm, es folgt Turm E3, wenn der Turm hing auf H3. Dadurch, dass der Springer nach C5 gezogen ist, das hat den Läufer natürlich den Weg geöffnet. Und jetzt folgt Turm D1 Schach. Der Springer hängt auf B1.
Wenn der Turm dazwischen zieht, folgt Läufer A6 Schach und König F2. Und hier haben wir unsere berühmte Gabel auf D3 wieder. Und hier verliert Weiß nicht nur den Springer, sondern auch noch viel, viel mehr Material. So, König G3 und Turm schlägt die 1. Das wäre die Partie gewesen. Jetzt der Schlussakkord in dieser Partie. Nach C schlägt die 1 Dame, König schlägt Springer C5 Schach. Springer DC5, Dame schlägt und jetzt haben wir ein Schach. Turm schlägt die 8. Jetzt haben wir Schach, da war ich ein bisschen voreilig. König C2. Springer F2 greift den Turm an. Der geht nach G1. Läufer F5 Schach. Und nach König B2 folgte die Aufgabe von Karpow. Es wäre vielleicht weitergegangen mit D1 Schach, König A1 und Springer B3. Das wäre matt. Oder wenn man noch ein bisschen weiter die Uhr zurückdreht, nach Turm schlägt D8 Schach. Der König hat hier natürlich ein paar mehr Alternativen. Zum Beispiel nach C1 statt nach C2. Dann folgt Springer F2 auch wieder. Turm G1, Turm D1 Schach, König B2 und Läufer F5. Jetzt droht natürlich wieder, oder was heißt wieder, es droht natürlich die Herausnahme des Springers und der kann nicht ziehen. Springer B4 wäre vielleicht möglich. Was heißt, was ist denn noch möglich in dieser Stellung? Turm B1 mit Schach, König C3, Springer FE4 Schach und ja, das materielle Plus des Schwarzen ist natürlich nicht mehr zu kompensieren durch den Weißen. Eine andere Möglichkeit wäre noch gegeben. Der weiße König hat natürlich noch die andere Richtung, König E1, Läufer G4. Das droht jetzt matt auf D1. Läufer E2. Läufer schlägt. König schlägt. Und Springer G3. Jetzt mal keine Gabel auf D3, sondern auf G3. Und hier verliert auch der Weiße wieder ordentlich Material. Und die Stellung ist vorbei. So, gucken wir uns die Endstellung an. Oder noch besser, gucken wir uns diese Stellung nochmal an, wo alle Figuren auf der Grundreihe des Weißen stehen. Kommt nicht häufig vor, dass das im 22. Zug nochmal passiert. Aber Kasparov hat Karpow so weit unter Druck gesetzt, dass er keine andere Möglichkeit gesehen hat, als seine Figuren so positionieren zu müssen. Und ich finde, das sieht doch sehr spektakulär aus. Und zeigt nur wieder Kasparows brillantes Spiel. Gut, ich denke mal, das war's mit dieser Partie. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!